Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Bekanntwerden neuer Verdachtsfälle von Misshandlungen bei der Bundeswehr macht Verteidigungsminister Struck verstärkt Druck für eine rasche Aufklärung. Für morgen bestellte er die Inspekteure der Teilstreitkräfte nach Berlin ein. Zugleich wies Generalinspekteur Schneiderhahn die Kommandeure an, die Missachtung von Prinzipien der Bundeswehr nicht zu dulden. Sinnloses Schikanieren habe in der Truppe keinen Platz. Auch in dieser Kaserne in Kempten haben sich Soldaten schon vor Monaten beim Wehrbeauftragten über ihre Behandlung beschwert. Bislang gäbe es aber keine Gemeinsamkeiten mit den Vorfällen in Coesfeld, heißt es dazu aus dem Verteidigungsministerium. Der Minister will Ausbildungsmethoden und Beschwerden unter die Lupe nehmen. Ich habe für morgen die Inspekteure der Teilstreitkräfte zu mir bestellt, um ihnen klarzumachen, dass wir unnachsichtig allen solchen Vorgängen und Vorwürfen nachgehen werden. Auch in Nienburg sollen Rekruten misshandelt worden sein. Entsprechende Beschwerden hat die Bundeswehr heute selbst veröffentlicht. Im Übereifer hätten dafür ungeeignete Ausbilder junge Wehrpflichtige auf Auslandseinsätze vorbereiten wollen, fürchtet die Bundeswehrführung und ermittelt. Weil das natürlich schon ein gravierendes Ereignis wäre, wenn plötzlich jemand aus dem Auslandseinsatz zurückkommt und anfängt, hier in Coesfeld, Afghanistan und Kabul zu spielen. Rekruten sollen durchaus einsatznah üben. Sie lernen beispielsweise das Bergen von Unfallopfern. Geiselübungen in der Grundausbildung verstoßen dagegen eindeutig gegen einen Erlass des Ministers. Der Bundeswehrverband sieht Schwächen in der Dienstaufsicht. Wir müssen wieder in der Ausbildung da sein. Die Chefs, die Kommandeure dürfen sich nicht hinterm Schreibtisch verstecken, sondern müssen genau wissen, was mit ihren Soldaten passiert. Übergriffe auf Wehrpflichtige sind nicht hinnehmbar, das sagen die Grünen. Allerdings haben sie Verständnis dafür, dass vermehrter Auslandseinsatz bei der ganz normalen Ausbildung in Deutschland Probleme auslösen kann. Was man sicher sagen muss, ist, dass das für die Bundeswehr insgesamt ja eine neue, relativ neue Situation ist, dass man lernen muss, damit umzugehen. Aber das kann eben nicht dazu führen, dass es solche Übergriffe gibt. Der Verteidigungsminister verlangt Aufklärung. Sollten sich Beschwerden gegen Ausbilder bewahrheiten, will er die entsprechenden Soldaten entlassen. Auf ein geteiltes Echo ist Verteidigungsminister Struck mit seiner Überlegung gestoßen, den Bundesgrenzschutz an Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu beteiligen. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Freiberg, sagte, der BGS dürfe nicht als Reservoir für die Bundeswehr missbraucht werden. Auch müsse es bei der strikten Aufgabenteilung zwischen Polizei und Streitkräften bleiben. SPD-Innenexperte Wiefels Pütz nannte Strucks Vorschlag dagegen richtig und notwendig. Die Proteste der Opposition in der Ukraine zeigen offenbar zunehmend Wirkung. Heute hat der noch amtierende Präsident Kutschma selbst Neuwahlen ins Gespräch gebracht. Dies sei möglicherweise der einzige Weg, um die gegenwärtige Krise zu überwinden. Zuvor hatte das oberste Gericht in Kiew die Beratungen über die umstrittene Präsidentenwahl begonnen. Eine Entscheidung darüber, ob das Ergebnis annulliert wird, steht aber noch aus. Demonstrationsort, das oberste Gericht der Ukraine. Draußen die Anhänger der beiden Rivalen um die ukrainische Präsidentschaft. Orange ist die Farbe des Oppositionsführers Juschenko, blau die des Ministerpräsidenten Janukowitsch. Drinnen im Gericht soll die Frage nach Neuwahlen entschieden werden. Doch dann reißt ein anderer das Gesetz des Handelns an sich. Der scheidende Präsident Kutschma erkennt plötzlich in Neuwahlen den Ausweg aus der Krise. Ein überraschender Sinneswandel. Enttäuscht wurde heute, wer ein rasches Gerichtsurteil erwartet hatte. Die obersten Richter entschieden nicht in der Sache. Sie wollten sich wohl keinem politischen Druck aussetzen, von welcher Seite auch immer. Schließlich geht es um die Zukunft des Landes. Die Opposition plant für morgen im Parlament der Regierung das Misstrauen auszusprechen, sagt Viktor Juschenko. Der Innenminister und der Generalstaatsanwalt, zwei entschiedene Gegner der Opposition, müssten ihren Abschied nehmen. Auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz, wird der Oppositionsführer deutlicher. Wir dulden keine Verzögerung mehr. Janukowitsch muss weg. Das Ultimatum an den Präsidenten, der Janukowitsch entlassen soll, erwähnt er nicht mehr. Nun rätselt man in Kiew, was Kutschma mit Neuwahlen meint. Beide Wahlgänge, das kostete viel Zeit, mehrere Monate und wäre die Fortsetzung der Verzögerungstaktik. Eine schnelle Stichwahl bedeutet einen Sieg für Juschenko. Auch schwer vorstellbar, denn Kutschma hat Juschenko bisher immer bekämpft. Der Präsident wird sich also bald deutlicher erklären müssen.
Wenige Wochen nach dem Tod von Palästinenserpräsident Arafat kommt Bewegung in die Gespräche über den Nahostkonflikt. Bei einer Konferenz der Europäischen Union mit Vertretern der Mittelmeeranrainer in Den Haag sprach der israelische Außenminister Shalom erstmals wieder mit seinem palästinensischen Kollegen Sha'at. Thema war unter anderem die geplante Wahl eines neuen Palästinenserpräsidenten, die Israel unterstützen will. Mehr als ein Dutzend Delegationen aus Europa, Israel und der arabischen Welt. Es ist das erste hochrangige Treffen seit dem Tode Arafats und es scheint, dass wieder Bewegung in den Nahostfriedensprozess kommt. Der israelische Außenminister Shalom ist gekommen, ebenso sein palästinensischer Kollege Shad. Nicht geplant und angekündigt, eine bilaterale Begegnung beider Außenminister, allerdings ohne Kameras. Wir beide, Shad und ich, waren uns einig, dass sich jetzt nicht nur ein Fenster, sondern sogar eine Tür für neue Verhandlungen öffnet. Noch ein Schritt für mehr Stabilität. Der israelische Außenminister versprach, die Wahl für die Nachfolge Arafats Anfang Januar bedingungslos zu unterstützen, vor allem Freizügigkeit für alle palästinensischen Wähler zu garantieren. Die Europäer wollen dazu jede Hilfe und Unterstützung bieten, zumal sie, anders als die USA, Vertrauen auf beiden Seiten genießen. Wir sind bereit, die palästinensischen Behörden finanziell zu unterstützen, aber wir appellieren auch an unsere arabischen Freunde, das ebenfalls zu tun. Zur Stunde findet ein Abendessen statt. Erstmals sitzen Israelis und Palästinenser wieder an einem Tisch. Damit hat die sogenannte Roadmap, der seit langem ausgearbeitete Friedensplan, wieder eine Chance. Am Ende soll es zwei gleichberechtigte Staaten geben, Israel und Palästina. Es gibt neue Hoffnung. Im Irak sind bei Anschlägen und neuen Gefechten viele Menschen getötet worden. Bei Ramadi sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor einer Polizeistation in die Luft und riss mindestens 12 Menschen mit in den Tod. Nahe der Widerstandshochburg Fallujah starben nach Augenzeugenberichten 12 Iraker. Sie hatten offenbar eine Stellung von US-Soldaten angegriffen. 9 Iraker wurden in der Nähe von Hilla getötet. Die Internationale Atomenergieorganisation hat Iran ausdrücklich für den vorläufigen Verzicht auf eine Urananreicherung gelobt. Die von Deutschland, Frankreich und Großbritannien verfasste Resolution zur iranischen Atompolitik wurde heute in Wien nach tagelangem Tauziehen angenommen. Die USA legten trotz Bedenken keinen Widerspruch ein. Sie behalten sich aber vor, im Zweifelsfall den UN-Sicherheitsrat einzuschalten. Washington hatte sich mehr politischen und wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhofft. Der frühere spanische Ministerpräsident Aznar hat vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Reaktion seiner Regierung auf die Terroranschläge vom 11. März gerechtfertigt. Er wies die Vorwürfe zurück, die baskische Untergrundorganisation ETA leichtfertig für die Attentate verantwortlich gemacht zu haben. Oppositionspolitiker hätten denselben Verdacht sogar noch vor der Regierung geäußert, so Aznar. Bei den Anschlägen islamischer Terroristen auf 4 Vorortzüge waren 191 Menschen getötet und mehr als 1500 verletzt worden. Frankreichs Landwirtschaftsminister Guémard wird in Paris künftig das Finanz- und Wirtschaftsressort leiten. Er tritt die Nachfolge von Nicolas Sarkozy an, der zuvor seinen Rücktritt eingereicht hatte und so Forderungen von Staatspräsident Chirac nachgekommen war. Dieser hatte von Sarkozy verlangt, sein Ministeramt aufzugeben, sollte ihn die Regierungspartei UMP, wie gestern geschehen, zum neuen Vorsitzenden wählen. Mit seinem Vorschlag, Einwanderer zu einem Eid auf das Grundgesetz zu verpflichten, stößt Bayerns Ministerpräsident Stoiber auf breiten Widerspruch. Von führenden SPD-Politikern hieß es, die Union wolle mit solchen Initiativen von anderen Politikfeldern ablenken. Im Übrigen müssten sich hier lebende Ausländer wie Deutsche ohnehin an die Verfassung halten. Ähnlich äußerten sich Grüne und FDP. Sie forderten verstärkte Anstrengungen zur Integration von Ausländern. Die Diskussion um Mindestlöhne ist heute Abend Thema im SPD-Gewerkschaftsrat. Schon im Vorfeld hatte die SPD-Führung allerdings deutlich gemacht, dass sie vorerst noch keinen Handlungsbedarf sieht. Auch bei den Gewerkschaften ist umstritten, ob Mindestlöhne gesetzlich als Mittel gegen Lohndumping festgeschrieben werden sollen.
Kein gesetzlicher Mindestlohn. Zumindest vorerst wird es das in Deutschland nicht geben. Was in Frankreich oder England funktioniert, wird sowohl im SPD-Präsidium als auch bei den Gewerkschaften zurückhaltend beurteilt. Zwischenbilanz. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in sauberer Abgrenzung zwischen den tariflichen Zuständigkeiten und einem möglichen gesetzgeberischen Teil eine Lösung für die Zukunft gefunden hätten. Das scheint jetzt nicht sinnvoll. Man wird sicher in einigen Jahren darauf zurückkommen müssen. Ich möchte mit den Kolleginnen und Kollegen, mit der SPD darüber diskutieren, was ist denn der richtige Weg? Aber das Ziel, dass man eine Mindestsicherung nach unten haben muss, das muss klar sein. In Gaststätten und Hotels zum Beispiel gibt es zahlreiche Arbeitnehmer, die unter 7,50 Euro die Stunde verdienen. Dort etwa müsste nach Gewerkschaftsvorstellungen der Mindestlohn liegen. Vor allem in den neuen Ländern wird häufig weniger bezahlt. Die Regierung zögert, in die Tarifhoheit von Arbeitgebern und Gewerkschaften einzugreifen. Doch die herkömmlichen Gehaltsstrukturen werden zunehmend durch Billiglöhne unterlaufen. Es geht uns nicht nur darum, um einen Mindestlohn, sondern überhaupt um die gesamte Einkommensgestaltung im unteren Bereich. Und wir haben einfach festgestellt, dort zeichnet sich ab, dass das, was bisher an Tarifmöglichkeiten vorhanden war, dass das offensichtlich nicht mehr so wirkt. Das Thema ist nicht vom Tisch, aber wir brauchen mehr Zeit, heißt es übereinstimmend bei SPD-Spitze und Gewerkschaftsführern, die in diesen Minuten hier im Willy-Brandt-Haus zusammentreffen. Und es stehen weitere heiße Eisen auf der Tagesordnung. Die Mitbestimmung und die Zumutbarkeitsregeln bei Hartz IV sind ebenfalls Themen für den SPD-Gewerkschaftsrat. An der Spitze des Dachverbandes der deutschen Industrie steht künftig ein Familienunternehmer. Die Mitgliederversammlung des BDI wählte heute bei 2 Enthaltungen Jürgen Thumann zu ihrem neuen Präsidenten. Der 63-Jährige wird im Januar Michael Rogowski ablösen. Thumann kündigte an, die Interessen mittelständischer Betriebe stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Er ist nun einer der mächtigsten Wirtschaftsfunktionäre Deutschlands. Jürgen Thumann gilt als höflich in Umgang und Ton, aber hart in der Sache. Der 63-Jährige will den Kurs seiner Vorgänger weiterführen, mehr unternehmerische Freiheit und mehr Eigenverantwortung. Wir brauchen, das kann ich heute sagen, natürlich bessere Rahmenbedingungen. Und da möchte ich noch mal wiederholen, dass wir nicht nur einfordern sollten, sondern dass wir uns auch selbst einbringen, mehr Eigenverantwortung übernehmen, jeder für sich selbst. Und das tue ich, glaube ich, indem ich diese Präsidentschaft angenommen habe, indem ich sage, auch wir Unternehmer müssen uns über unsere Unternehmen hinausgehend für die Gesellschaft einbringen. Amtsinhaber Michael Rogowski hatte den Westfalen nicht ohne Grund vorgeschlagen. Beide zogen meist an einem Strang. Zuletzt forderten sie gemeinsam den Abbau der paritätischen Mitbestimmung von Arbeitnehmern in Aufsichtsräten. Anders als die bisherigen BDI-Präsidenten kommt Thumann aber nicht aus der Großindustrie, sondern aus einem mittelständischen Metallverarbeitungsunternehmen. SPD und Gewerkschaften hoffen daher auf neuen Wind seitens der Wirtschaft. Oftmals ist es so, dass die Mittelständler durchaus bodenständiger sind. Und insoweit kann es sein, dass wir tatsächlich hier eine andere Art der Zusammenarbeit pflegen werden. Bereits im Vorfeld hatte sich Thumann aber gegen die 35-Stunden-Woche ausgesprochen und für Spitzensteuersätze von maximal 30%. Details seiner Politik will der Unternehmer erst nach Amtsantritt im Januar bekannt geben. Die Zahl der Studenten an deutschen Hochschulen ist gesunken. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes waren im laufenden Wintersemester 1.966.000 Studierende eingeschrieben. Das sind fast 54.000 weniger als vor einem Jahr, ein Minus von 3%. Den stärksten Rückgang gab es in Hessen und in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden im Sommer Studiengebühren für Langzeitstudenten eingeführt. Die Zahl der Studienanfänger ging um 6% zurück. Einen Tag nach der Gasexplosion in einem Kohlebergwerk in der chinesischen Provinz Shanxi gibt es kaum noch Hoffnung für die 141 verschütteten Bergleute. Weil die Schächte mit giftigen Gasen gefüllt sind, kamen die Rettungskräfte nicht voran. Es sei unwahrscheinlich, dass die eingeschlossenen Kumpel noch am Leben seien, hieß es. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Unglück mindestens 25 Arbeiter getötet. 127 Bergleute konnten gerettet werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 30. November. Das überwiegend trübe Herbstwetter hält an. Ein Tief mit Kern über Frankreich und Italien zieht Richtung Deutschland. Dabei wird recht milde Luft zu uns gelenkt, in den Süden auch Wolken. In der Mitte und im Norden macht sich hoher Luftdruck bemerkbar.
Im Norden fallen in der Nacht anfangs noch ein paar Tropfen Regen, sonst ist es meist trüb, stellenweise kann es nieseln. Verbreitet bildet sich Nebel oder Hochnebel, der am Tag nur sehr zögerlich verschwindet und Platz für die Sonne macht. Über die Alpen ziehen im Laufe des Tages dichtere Wolken, die etwas Regen in den Süden bringen. Der Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen weht im Norden schwach, sonst mäßig bis frisch, auf den Bergen auch mit einzelnen stürmischen Böen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen plus 5 und minus 2 Grad, morgen in der Nordhälfte 4 bis 7 Grad, im Südosten bis 10 Grad. Herbstlich geht es in den kommenden Tagen weiter. Am Mittwoch fällt vor allem im Westen und Südwesten zeitweise Regen, oberhalb 800 Meter zunehmend Schnee. Am Donnerstag regnet es noch im Norden, Richtung Süden wird es trockener, aber kaum sonniger. Der Freitag wird wieder ruhiger, aber nebelanfällig.